Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Zolpsyko, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video finden und in dem Monologist und ich will heute auf das Update eingehen und zwar vom 5. August. Dort kam nicht nur eine neue Map rein, sondern auch noch ein paar andere Dinge. Ich gehe jetzt erstmal auf die Patch Notes ein, also die neue Map, Bedlam, ihr seht sie auch hier hinter mir. Dann haben wir Rest of Susie's Story, da bin ich sehr gespannt, was uns damit erwartet. Zwei neue Tools, und zwar Salt Barrier und Pocket Watch, die habe ich beide schon gekauft und die werden wir dann in der Runde sehen. New Side Quests, neue Easter Eggs, Remove All Button to Loadout, okay, und vier neue Achievements sowie Improved Changes and Adjustments. Notes can be seen in the Tablet Note, da finde ich sehr, sehr gut, also sprich, man geht jetzt in der Tablet, hat wahrscheinlich die ganzen Nebenquests, vielleicht auch den Namen. Und die Hospital Rewards wurden genervt. Was bedeutet, ihr kriegt jetzt weniger Geld, wenn ihr im Krankenhaus eure Runde erfolgreich abschließt. Ist ein bisschen schade, aber alles in allem in Ordnung. Man muss einfach sagen, in anderen Häusern hat man 5.000 bekommen, wenn man auf Mittel alles geschafft hat. Im Krankenhaus 8.000. Also es war schon ein bisschen viel. Zu der Uhr kann ich noch nicht viel sagen. Zum Salz kann ich jedoch sagen, dass es scheinbar so ein Schutzgegenstand sein soll. Aber je niedriger die Sanität ist, also je aktiver hier Aggro der Geist ist, desto weniger Schutz bietet es. Wie sich das Ganze rauskristallisiert, sehen wir jetzt gleich. Ich starte Bedlam und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Map. So, wir sind jetzt hier in der Runde. Ich habe jetzt einfach mal alles mitgenommen, da ich nicht wusste, was uns erwartet. Hier haben wir jetzt eine Uhr, das ist unsere Pocket Watch. Was genau man damit machen kann, ist jetzt die große Preisfrage, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mit der... Ja, nein, ich will dich wieder droppen. Dass es vielleicht hier mit den Sidequests zu tun hat. Und hier haben wir unser Salz. Wie genau das hier funktioniert, weiß ich nicht. Ob man das irgendwie da handhalten muss, ob man es nutzen muss, das werden wir gleich sehen. Hier müssen wir das Missing Puzzle Piece finden. Warte, wir können mal draufklicken. Solve the puzzle near the cells and place the missing piece. Okay, also erstmal das verlorene Teil finden. Danach das hier in dieses Puzzle in der Nähe der Zellen platzieren. Und Reach a Room Where the Ghost Died. Okay. Da bin ich mal sehr gespannt, wie genau das Ganze laufen wird. Sanity ist in Ordnung. Ich habe jetzt erstmal einfach ausgewählt, damit wir uns die Map mal ein bisschen anschauen können. Und vielleicht hier und da dass ich den ein oder anderen Jumpscare mitnehmen können. Hier haben wir Olivia Bleas als Geist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt hier in die Notes gehe. Oh, Notes. Optional Objects, Side Objects. Okay. Okay, finde ich auch. Okay, ich hoffe, dass alles flüssig läuft, denn ich habe heute schon gesehen, es gibt hier ein paar Props, deswegen werde ich jetzt mal kurz nochmal in die Einstellung gehen. So, da bin ich wieder und das hier ist die Map. Die sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Ich sollte natürlich vielleicht auch mal Gegenstände mitnehmen. Ich nehme jetzt erstmal mein Standard-Equipment, wie gesagt, was ich genau mit der U machen muss, was ich mit dem Salz machen muss, wird sich vielleicht noch zeigen, vielleicht aber auch nicht. Deswegen jetzt erstmal ab in die Map und schauen wir mal. Ja, es sieht schon mal cool aus. Hier eine kopflose Statue. Besonders. Definitiv besonders. Bin ich jetzt ganz doof? Wieso komme ich nicht in die Map rein? Jetzt bin ich ganz komplett verwirrt. Gibt es irgendwo doch einen Schlüssel? Okay, ich werde jetzt erstmal dann hier hinten rumgehen. Vielleicht kommt man auch vorne nicht rein. Kommt man hier rein, ist es die Frage. Okay. Man kommt hier einfach mal so in so eine Abstellkammer rein. Okay. Einfach so ein Nebenraum mit einer Falltür. Das ist überhaupt nicht unnormal. Nein, das ist komplett, ja. Achso, Bolzenschneider. Wo ich den hier? Okay, ladies and gentlemen. Er startet schon mal gut. Wir kommen hier nicht rein, also haben wir einen Bolzenschneider. Mal schauen, ob wir mit dem Bolzenschneider vorne die Tür aufbekommen. Ich bin gerade sehr verwirrt, was uns hier erwartet. Also, wir brauchen Bolzenschneider, damit wir hier in die Map reinkommen. Okay, nein. Was auch immer hier passiert. Ich bin mal sehr gespannt. Wir gehen jetzt einfach den Weg weiter. Vielleicht kommen wir dann hinten irgendwie rein. Also, kleines Häuschen mit einer Falltür und einem Bolzenschneider. Check. Großes Gebäude mit einer Tür, die verschlossen ist. Und wahrscheinlich sehr, 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 sehr vielen Zimmern. Die anderen Maps haben keine Änderung bekommen. Zumindest laut den Patch Notes nicht. Aber mir ist jetzt auch nichts aufgefallen. Ich bin da gerade sehr verwirrt, was uns hier erwartet. Ich meine, wenn es allein schon mal 10 Minuten gefühlt dauert, bis man in die Map reinkommt,
Das ist irgendwas seltsam. Okay, wir sind drin. Und wir gehen hinten rein. Ja, auch Lichter machen, das ist schon mal gut. Ich bin sehr froh, dass wir gerade auf normal, auf einfach zocken. Denn ja, der Anfang geht nicht so schnell und nicht so smooth, wie ich mir das dachte. Wir sind im Keller. Das gefällt mir gar nicht. Okay, hier geht dann eine Treppe nach oben. Wir bleiben aber erstmal hier unten. Hier ist ein Sicherungskasten, können wir wahrscheinlich nichts mitmachen. Es sieht auf jeden Fall bis jetzt schon mal gut aus. Das kann man nicht anders sagen. Ein bisschen steril noch, aber gut. Okay, hier ist ein... Okay, ich wollte gerade sagen Klassenraum, aber wahrscheinlich eher so Studienzimmer. Und irgendeinem Dozenten. Ja, ich weiß, Dozent. Eines Facharztes. Okay, okay, okay. Das sieht sehr crazy aus und dieser Stuhl ist ein wenig zu groß, aber... Aha! Kann ich die Schlüssel nehmen? Nein. Das hätte jetzt noch Stil gehabt, hätte ich die Schlüssel nehmen können, damit ich vorne das Tor aufmachen... Also die Tür aufmachen kann. Mein Problem ist gerade, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwarten kann. Was höre ich hier? Okay, okay. Ich nehme jetzt einfach mal mein Thermometer raus, damit ich hier genauer schauen kann. Oh. Okay. Die Toiletten sind sehr schön. Also, ihr merkt schon, dass hier ist nicht die, sind nicht die 2000er. Was auch immer ich dafür einen Schlüssel habe. Aha. Den Schlüssel habe ich. Okay, sehr gut. Also, der Schlüssel liegt hier. Dann kommen wir hier zum Main Door raus und hier kommen wir dann auch zu unserem Zelt. Aber krass, dass man erstmal hinten reingehen muss. Das finde ich schon cool. Bisschen crazy, aber cool. Da geht auch eine Tür hoch. Wir bleiben aber erstmal, wie gesagt, hier. Es ist crazy. Es ist einfach nur crazy. Okay, ja, der, das ist mein Raum. Das, ja, doch. Der Tisch ist ein bisschen groß, beziehungsweise der Stuhl, aber sonst schon mal crazy. Wie gesagt, hier und da sieht es noch ein wenig steril aus. Okay, okay. Das haben wir nicht gesehen, zum Glück. Oh, ab in die Kantine. Ich habe Hunger. Warte, oder geht's hier in die Kantine? Nein, hier nicht. Doch, wahrscheinlich. Da geht's in die Küche. Okay, ich habe nichts gemacht. Ich hoffe, der Geist weiß jetzt nicht, wo ich bin. Das da hinten war auf jeden Fall sowas wie ein verrückter Arzt, verrückter Doktor, irgendwas in der Richtung. Temperaturmäßig über 20 Grad, also Geisterraum noch nicht entdeckt. Dann ab nach oben. Ich bin gespannt, wie viele Stockwerke dieses Haus hat, denn... Ja, dementsprechend könnte das Solo ein wenig tricky werden. Aber alles in allem bin ich schon mal zufrieden. Was ist hier? Ist das das Puzzle? Das hier könnte das Puzzle-Rätsel sein. Okay, okay, okay. Ich kann hier nichts machen. Und dann geht die Tür hier auf. Okay. Und hier brauchen wir scheinbar irgendein letztes, ein verlorenes Puzzlestück. Wie auch immer das aussieht, wir werden es hoffentlich finden und hoffentlich erkennen vorher. Sonst wird das Ganze ein wenig tricky. Ich weiß noch nicht, wonach ich suchen muss und schau mal. Jetzt schauen wir erstmal, wo hier... Die Tür habe ich nicht zugemacht. Die Tür habe ich garantiert nicht zugemacht. Oder? Okay. 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 Hallo? Haben wir es dann bald? Danke. Ich schaue jetzt trotzdem erstmal nach oben. Haben wir unseren Geist darum gefunden. Ich nehme die Treppen hier vorne. Wobei, hier hinten würde eigentlich mehr Sinn machen. Damit ich wieder von der Seite komme. Wenn es jetzt nur noch ein weiteres Stockwerk weg hat, dann ist es gut. Dann ist es von der Größe, finde ich, in Ordnung, auch für Solospieler. Hallo. Gibt es kein Kruzifix? Gott, wie soll das? Designer ist ein Gift. Okay, finde ich cool. Es gibt hier ein Kruzifix. Jetzt ist die große Preisfrage, gibt es hier noch mehr Gegenstände? Oder würde es hier noch mehr geben? Okay, ja, okay. Also zwei Stockwerke, vollkommen in Ordnung von der Größe. Insofern es jetzt hier oben nicht irgendwie noch 3 Kilometer groß ist. Aber sonst finde ich es in Ordnung. Nicht allzu groß, nicht allzu klein. Ich würde sagen von der Größe ungefähr wie das Krankenhaus. Mit etwas weniger Laufweg. Also Laufwegen, also nicht so lange Laufwege meine ich. So lange Flure. Vielleicht minimal größer, vor allem aufgrund der Anzahl der Räume. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber das Licht kam mir gerade sehr, sehr hell vor.
sind wieder Toiletten, okay. Hier müsste bald eine Treppe runtergehen, jawohl. So, was haben wir jetzt hier hinten? Hier hinten ist noch abgesperrt, hier könnte es zum Beispiel irgendwann noch weitergehen. Also sehr, sehr cool bis jetzt. Okay, und hier ist wieder so ein... Aha, das Ouija-Bird. Oder welche? Also, wir haben jetzt alles gesehen. Alles in allem eine schöne Map. Wie gesagt, hier und da finde ich es sogar ein bisschen steril noch. Also es wirkt noch nicht so hundertprozentig, aber schöne Map. Das mit dem Chaco da hinten hat mir eine Gänsehaut bereitet. Und ich bin echt gespannt, was die einzelnen Räume hergeben. Man kennt es, jetzt wieder als Beispiel das Krankenhaus, da kennt man es sehr gut. Okay, wir brauchen schon Licht. Da kennt man es sehr gut, denn in manchen Räumen hat man richtig kranke Events. In manchen Räumen passiert gar nichts ungefähr. Och, Mann. So, Kruzifix haben wir jetzt auch schon drin, das ist super, denn dann muss ich nicht unbedingt den Kruzifix-Run vorziehen. Das ist sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt erstmal wieder raus, hole den nächsten Run. Wie gesagt, was ich mit der Uhr machen kann, weiß ich nicht. Die können wir dann später vielleicht mal mitnehmen. Jetzt haben wir ja das Kruzifix schon drin, dann können wir die Uhr beispielsweise und wie heißt die UV-Lampe mitnehmen, genau. Sanity-mäßig sind wir noch im grünen Bereich. Lohnt sich noch nicht jetzt schon Sanity-Pin zu nehmen, aber ich nehme jetzt erstmal den Run. Wie gesagt, Vorschlagklammer weiß ich nicht, ob es hier Quests gibt. Salz testen wir noch, die Uhr nehmen wir noch mit. Und da bin ich mal sehr gespannt, womit wir es zu tun haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Uhr vielleicht auch... es kamen ja neue Quests rein. Dass die vielleicht in den anderen Häusern gebrauchbar sind. Oder dass hier die Quests variieren. Okay. Okay, finde ich auch. Warum auch nicht? Was ist denn das? Das ist nicht von mir, das ist eine Waage. Das ist eine vage Vermutung. Haha. Schwabitz. So. Was sagt das Thermometer? Immer noch hier? Immer noch hier. Wunderbärchen. Das EMF war nicht auf eine 5er. Kruzifix liegt. Let's go. Nächster Run. Oh. Kannst du doch nicht genau jetzt hier vor mir hängen? Ich wollte gerade sagen, das Schöne an der neuen Map sind immer die neuen Events, die neuen Jumpscares. Mhm. Confirm, confirm. Also, ja, ich habe eine Gänsehaut. Wir haben schon mal besser hinbekommen, aber ich habe eine Gänsehaut. Was jetzt natürlich super wäre, wenn auch noch neue Geisterskins dazu gekommen wären. Wie gesagt, so ein verrückter Scherendoktor wie aus Outlast. Oder allgemein so ein Psychopath Zwangsjacke, der dir hinterher dackelt. Ich weiß nicht, warum ich da in Gedanken mich sehe. Keine Ahnung. Halt so einen glatzköpfigen Typ. Kein Plan, aber es würde gut passen, um fair zu sein. So, oh, er hat sogar direkt reingemalt. Was passiert hier? Komm mir jetzt nicht so. So, nicht wundern, weil die Tür zugegangen ist, werde ich jetzt direkt die UV-Lampe holen. Deswegen gehe ich ganz schnell raus und hole die Taschenuhr. Und natürlich die UV-Lampe. Für die Tür, ganz klar. Auf geht's, beweg dich. Ne, wie gesagt, finde ich gut. Das hier mit dem vorher rumgehen, momentan finde ich es noch cool. Später wird es mich wahrscheinlich nerven, deswegen hoffe ich, dass ab jetzt die Tür da offen ist. Ansonsten wird mir das bestimmt auf den Sack gehen. Bestimmt. Aber wie gesagt, alles in allem, schönes Gimmick. Schöne Idee. Finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Finde ich gut. Und wie gesagt, dieses Haus hier bietet halt sehr viel Potenzial, dass man das Ganze noch erweitern kann. So. Was sagt meine Uhr? Wir haben... Okay, 16:45. Das ist noch nicht mehr die richtige Uhrzeit. Ja. Die Zeit vergeht im Minutentakt. Ich weiß noch nicht, was uns das sagen soll. Aber das ist in Ordnung. Wir haben keine Fingis. Keine Fingis, außer die sind schon weg. Ich nehme jetzt erstmal das Kruzifix, denn ich habe Ganzhaut. Beweise. Was haben wir? Genau. Leinwandgemälde. Was natürlich sein kann, dass hier in den Notes noch nichts steht. Entweder das funktioniert noch nicht, oder weil wir eben noch nicht den Geist eingetragen haben. Danach werden hier wahrscheinlich die optionalen Objectives und die Side-Objectives stehen. Also, einen Beweis haben wir bereits. Reden, flirten wir mal ein bisschen mit ihm. Can you talk? Can you speak? How did you die? When did you die? Can you talk? Can you speak? How did you die? When did you die? Can you talk? Can you speak? Nee, wahrscheinlich ist er ein wenig demotiviert.
Aha. Wir haben Geisterkollator und Büchlein. Wunderbärchen. Ich weiß nicht, wieso ich hier aus dem Raum rausgehe, aber ich mach's einfach mal. Denn mir ist das nicht geheuer. Was haben wir? Ektoplasma. Dann könnten wir noch Shade Dämon Nama haben. Irgendwie bin ich gerade beim... Ja, wobei, ich hätte jetzt gesagt Dämon, aber irgendwie ist mir zu wenig für Dämon. Was war das? Achso, EMF können wir ja nicht mehr haben, aber okay. Ich bleib doch hier drin für den Fantasy Event, komm. Fingerabdrücke sind raus, Freezing, ESG und Box. Haben wir es dann? Okay, was wollte ich jetzt? Box nochmal. Okay, er ist aktiv, er wirft viel. Viel hilft viel. Can you talk? Das klang so, als ob er irgendwas sagen wollte und es vergessen hat. Und dann kurz, das war diese kurze Pause. I am... Blablabla. So, jetzt haben wir die Box. Und jetzt bin ich hier sehr gespannt. Wir haben ein Shade. Okay. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Punkt 1, ob jetzt... Nein, das wollte ich nicht. Ob jetzt hier gleich meine Notes stehen. Nein. Okay, da weiß ich noch nicht, wann genau da irgendwas steht. Aber wir haben jetzt den Geist erkannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wow. Der Drunk King. Ich muss wahrscheinlich jetzt erstmal seine Liebe nehmen. Ja, 50% ist mir ein bisschen wenig. Also der gute Shade ist ein Geist, der aktiver wird, wenn das Licht aus ist, inaktiver, wenn das Licht an ist. Hier habe ich, by the way, mein Salz. Das werde ich jetzt gleich mal mitnehmen. Wir brauchen das Puzzlestück. Dann müssen wir in der Nähe das verlorene Stück oder das fehlende Stück einsetzen. Und dann müssen wir den Raum, in dem der Geist gestorben ist, erreichen. Und wahrscheinlich ist entweder eine Gummizelle oder ist ein elektrischer Stuhl. So wie ich das Haus hier einschätze. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, wie das Salz funktioniert. Ob ich das irgendwie einmal drücken und ich bestäube eben mit meinem Salz und wehren damit ab. Oder mache ich so, mache ich einen Salzkreis oder wie? Linksklick. Er dreht es auf und... Voll cool! Voll cool, ein Salzkreis, wie in Supernatural beispielsweise. Finde ich cool. Man hat nur eine Charge. Oh, man hat nur eine Charge. Das hat sich jetzt natürlich gelohnt. Das ist super. Mein Problem ist, ich muss jetzt ja noch das verlorene Stück finden. Und ich weiß nicht, wonach ich suche. Wo ist jetzt... Ach, ja, mit Kruzfix bin ich ja dabei. Wonach suche ich? Hilft mir da jetzt vielleicht die Uhr? Glaube ich zwar nicht, aber... Ich nehme sie jetzt einfach mal mit, weil ich es kann. So, Uhr. Wahrscheinlich hilft die mir eher weniger. Was ich mir vorstellen könnte, vielleicht mit der Linse. Damit er sehr viel Shit sucht und findet. Ein Puzzlestück. Was auch immer das für ein Geräusch ist. Das klingt wie Ratten, ohne dass sie Ratten sind. Ja. Kannst du mir einen Hinweis geben? Nein? Okay. Dann halt nicht. Ne? Wenn er nicht, wenn ich will, der hat schon. Okay. Wahrscheinlich wollen sie einfach damit erreichen, dass man hier länger im Haus bleibt, damit man die Chance auf Events dadurch irgendwie erhöht. Mir gefällt das trotzdem nicht, denn ich habe keine Ahnung, wonach ich suchen soll. Ich habe Schlüssel gefunden. Kann ich die mitnehmen? Natürlich nicht. Das wäre auch viel zu einfach. Schlüssel würde man ja erkennen, oder? Was heißt würde? Man erkennt sie. Aber so ein Puzzlestück? Ich glaube wirklich, dass es mit dem da hinten zu tun hat, aber... I don't know. I don't know. Hier im Waschbecken ist nichts. In den Toiletten möchte ich gar nicht essen. Das ist widerlich. Und nein, besser widerlich als widerlich gibt's hier in dem Fall nicht. Ich komme hier nicht hin. Oh, das ist gemein. Aber das bedeutet, dass hier irgendwie ein Jumpscare-Event oder sowas ist. Und dann kann man da wahrscheinlich nicht hingehen, damit man das voll abbekommt. Ja, okay. Finde ich auch. Hier fehlt noch eine Klingel, die man klingeln kann. Also, Liebe zum Detail fehlt hier zum Teil. Was auch immer da drin ist, ist wahrscheinlich nur der Fahrstuhl. Aber hätte auch was drin sein können. Wäre cool gewesen. Hier komme ich nicht hin. Immer diese Kratzgeräusche. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich habe ich zu viele Lichter an. Deswegen geht mir jetzt gerade jedes Licht flöten. Ja. Yep. Die Lichter gehen kaputt, weil ich unten zu viel an habe. Aber das ist in Ordnung. Ich will hier oben sowieso nicht sein.
Okay, die Runde hat sich jetzt schon gelohnt. Da kam ein seltsamer Doktor raus und mit Samara dann hinterher. Also was auch immer Samara in diesem Kackdoktor gemacht hat, weiß ich nicht. Aber oh my god. Das war sexy. Also in dem Fall hört sich doof an, meine ich aber eher diesen Crazy Doktor. Das ist richtig crazy, aber... Was seht ihr, da waren wieder die Kratzgeräusche. Auf diese Kratzgeräusche muss ich erstmal klarkommen. Das ist echt der Wahnsinn. Aha. Echt jetzt? Hab ich... Warte. War das jetzt das Puzzlestück? Bin ich dein Ernst, oder was? Ladies and Gentlemen, ich bin jetzt hier... Wow. Ich bin jetzt hier, glaube ich... Ich sag mal so, mein Video geht gerade 50 Minuten. Ich habe diese verdammte Tür hier nicht gefunden. Und ich bin hier die ganze Zeit nicht weitergekommen, weil ich diese eine Tür nicht gefunden habe. Wow. Wow. Ich habe nicht... Ich dachte mir schon, Zellen, Keller, okay. Wie kommst du in den Keller? Ich bin nicht drauf gekommen. Alter Vater. Yep, das hier sieht schon besser aus. Okay, da war jemand verdammt lange eingesperrt. Hier komme ich nicht rein. Wer auch immer da drin war, da komme ich auch nicht rein, da komme ich auch nicht rein. Isabella. Wer steht hier? Keine Ahnung. Man kann eigentlich nur... Ja, Isabellas Namen lesen. Der Rest... Schwierig oder gar nicht zu lesen. Wow. Ich bin so lange rumgeirrt, bis ich hier das gefunden habe. Ey, Wahnsinn. Wie gesagt, 50 Minuten geht jetzt das Video. 50 Minuten. The ghost set up a mechanism so that no one would approach the room where his body was. And even if they did, he would notice it. You cannot easily enter this room. First you will have to solve the contraption. If you do not treat on the correct pieces, the ghost will realize the danger and kill you immediately. However, that is not as easy as you think. The entrance to this room is from the door directly opposite the canteen. The contraption constantly changes, and the changes progress over time. The contraption works as if the clock is between 1 and 3, is A, und so weiter und so fort, okay. Yeah. Pattern B is the mirror image of pattern A, and pattern C is the 180-degree rotation of pattern B. Ja, habe ich jetzt hier auch noch ein Rätsel. One left a picture of pattern A beside this note to help you. This contraption is always working and there is no way to stop it, no matter what. So you have to be very careful. What? Also praktisch, ich muss hier dann noch ein Rätsel machen. Ich habe immer 3 Stunden Zeit. Naja, 2 Stunden Zeit. Von 1 bis 3, von 3 bis 5, von 5 bis 8. Also hier sind es 3 Stunden. Und Pattern A war oben. Das war ja dieser Zettel mit dem Weg. Pattern B ist... Also da muss ich hier von 3 bis 5 Uhr Pattern B machen. Das ist Mirror Image auf Pattern A. Pattern C ist der 180 Degrees Rotation auf Pattern B. Okay, also Upside Down. What? What? Okay, jetzt erstmal hier Rätsel lösen. Wie mache ich denn das? Nee. Mit Leertaste. Okay, das sollte ja nicht allzu schwer sein. Sagte er und ist jetzt schon komplett lost. Ladies and Gentlemen, ich bin's euer Psycho. Ich war gerade eben in der Runde, ihr habt das ja gesehen. Wir haben uns die neue Map angeschaut, aber was mir aufgefallen ist, als ich im Keller war, und dieses Schreibstück, da habe ich ein Schriftstück gefunden und es sah übertrieben krass aus oder es sah übertrieben umfangreich auf. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin jetzt schon bei 55 Minuten. Gut, ich habe auch lange Zeit den Eingang zu meinem Keller nicht gefunden. Das war ein wenig dämlich und ich dachte mir irgendwie, ja, vielleicht kommt mir in den Keller, dachte an die Falltür, aber nicht daran, dass vielleicht innen auch noch eine Tür ist, was genius ist. Deswegen war es das erstmal. Von meiner Seite aus, ihr seht hier über mir auch was leuchten, da werde ich dann in einem der nächsten Videos drauf schauen. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Video wieder nach Pelham gehen und dann werde ich das Rätsel lösen. Aber für heute war es das, denn das wird einfach viel zu lang. Das ist leider sehr, sehr schade und das ist viel zu umfangreich. Vielleicht werde ich auch 2 Videos demnächst brauchen, deswegen schaue ich einfach mal, wie weit ich jetzt im nächsten Video komme.
Und ja, ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Ihr habt die Map gesehen, ihr habt jetzt gehört, was so reinkam. Ihr habt gesehen, wie das Salz funktioniert. Die kleine Uhr verstehe ich jetzt auch. Die ist für dieses Rätsel, damit man weiß, wie spät es ist und welches Rätsel man machen muss sozusagen. Es kann natürlich auch sein, dass man immer nur, je nachdem, welche Uhrzeit ist, das jeweilige Rätsel machen muss. Was bedeutet, zwischen 1 bis 3 ist Rätsel A, das angezeigt wird. Zwischen 3 und 5 muss man ein Rätsel B machen. Wenn ihr auf die Uhr schaut, ist es 4 Uhr. Dann müsst ihr den B-Weg laufen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich bin darauf sehr gespannt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Und ein, zwei Events hatten wir ja. Mal schauen, was uns noch erwartet. Ladies and Gentlemen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.